Hallihallo und willkommen zurück bei Ratatouille. So, für mich ist ja jetzt schon eine Ewigkeit vergangen, dass ich das letzte Mal Ratatouille gespielt habe. Und ich weiß absolut nicht mehr, was ich gemacht habe. Außer, dass ich glaube, mit der Küche fertig war. Also mit dem Abschnitt Küche. Und ich weiß gerade nicht. Ach, toll, das wird mir angezeigt. Gut, ich muss dahinter. Aber mir fehlt noch was in der Küche. Und ich glaube, ich weiß auch was. Naja, ich gucke erst mal. Ich muss noch mal zurück in die... In die Küche. So, ja, ich möchte da rein. Der Grund, warum ich jetzt, obwohl ich jetzt sozusagen wieder gesund und munter und was weiß ich was bin... der Grund, warum ich nicht aufgenommen habe, wir hatten einen kleinen Umzug in unserer WG. Das heißt, einer ist ausgezogen, ein anderer ist reingezogen. Das war jetzt zwar nicht so zeitaufwendig, aber trotzdem, das war, muss man ja nicht unbedingt aufnehmen und so. Und ich habe mir jetzt heute vor einer Woche ein Hamster gekauft. Ist nicht mein erstes Tier. Also ich hatte schon mal Hamster vorher. Und ich dachte, das passt gerade irgendwie zum Thema, weil ich gerade eine Ratte spiele und das ist ja fast das Gleiche. Nee, jedenfalls, es ist ein dschungarischer Zwerghamster und ich hatte die schon zweimal. Also, ich kenne mich damit aus und ich hatte jetzt, glaube ich, ungefähr 5 Jahre keine Tiere mehr. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal einen geholt. So. Naja, und die muss ich jetzt noch ein bisschen eingewöhnen und so, obwohl eigentlich muss sie sich nicht eingewöhnen, die rennt jetzt schon auf meine Hand. Und ich brauche die Flasche. Ich glaube nämlich, dass ich mit dieser Flasche, shit. Nee, so geht das nicht. Ich glaube, ich brauche die Flasche, um eine Wand dort hinten aufzusprengen. Ich bild mir ein hier... Nee, Quatsch, keine Wand. Ich meine, da ist, glaube... Moment, ich muss mir das nochmal angucken. Ich weiß ja gar nicht mehr, wovon ich rede. Ah, alles klar. Irgendwie... Irgendwo... hallo? Ja, genau, da hinten. Das meinte ich. Und ich dachte, dass ich damit das machen kann. Weil die andere, also die da hinten ist... Ich glaube nicht, dass ich die bis hinter kriege. Vor allem, weil der scheiß Koch immer rumrennt. Also der Chefkoch. Ich probiere es nochmal. Vielleicht, wenn ich ganz sachte die Flasche runterwerfe oder so, aber mal gucken. Vielleicht, wenn ich so... Shit, nee, es geht nicht. Ach, das nervt mich jetzt aber. Ich will das doch nur abschließen, mehr oder weniger. Muss ich es halt hier mal probieren. Nee, jedenfalls, ich habe jetzt einen Hamster. Sie heißt Kiki. Ist jetzt ca. 6 Wochen alt. Und ist ein kleiner Wanneproppen. Also, richtig süß. Süßester Hamster auf der ganzen Welt. Ihr wisst schon, was man halt immer so sagt zu seinen Tieren. Wo ist denn der? Ach, der ist ja gar nicht mehr da. Ach so, na dann ist das ja kein Problem. Außer die geht jetzt in mein Händchen hoch. Oh, das tut sie nicht. Gut. Na komm schon. Perfekt. 5 fehlen mir noch. Okay, dann liegt das wahrscheinlich daran, weil ich noch die Viecher töten muss. Okay, okay. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gar nicht da, geh weg. Ah ja, hier kommt noch einer raus. Nein, ich bin nicht da. Nein. Nerv mich nie. Geh weg. Okay, dann muss ich hier noch ein paar tot machen und vielleicht noch bei einer anderen Kiste. Mal schauen. Okay, das war's hier mit den Viechern. Oh, ich könnte jetzt spontan niesen, da habe ich jetzt so richtig Bock drauf. Aber ich lasse es mal. Ich habe irgendwie immer noch Probleme mit meiner Nase. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Hört nicht auf. Okay, das war es jetzt auch hier.
Wo ist noch so eine Kiste? Hier. Die war schon ausgequetscht. Dann sind vielleicht noch hier Sterne drin. Nein. Okay. Irgendwo müssen die doch noch sein. Habe ich die übersehen? Na, hier habe ich vielleicht noch welche nicht getötet. Ah. Oh ja. Hier fehlt bestimmt noch eine. Remy. Perfekt. So. Wer ist die Ratte? Ich bin die Ratte. Ja, das bist du. So, lass das liegen. Dann hätten wir schon mal die Küche. Habe ich volles Leben? Ja. Da haben wir die Küche abgeschlossen. Und können in den neuen Abschnitt rein. Yay! So. Der nächste Abschnitt dürfte. Oh Gott. Ach, stimmt ja, ich sollte ja die Kamera nicht benutzen. Da war ja da was mit dem Spiel. Dann. Ja. Ja. Jedenfalls der neue Abschnitt ist, soweit ich weiß, der Markt. Oder wie sie das halt nennen. Irgend sowas. Mal gucken. Marktplatz. Ah, Remy, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich will nicht mehr klauen, Dad, okay? Klauen nicht. Wir gehen zum größten Markt von Paris. Heute ist Warenanlieferung und wir machen das Beste draus. Ich weiß Bescheid, Dad. Keine Sorge. Aber pass auf, mein Sohn. Wir zählen auf dich. Sowieso. Ich bin ja der Einzige, der hier was macht. Das ist der Markt. Der Anfang jedes großen Gerichts. Gib Acht auf die Menschen. Wenn sie dich bemerken oder fangen, heißt es au revoir, Remy. Ihr sind die Fisch- und Gemüsehändler. Boulangerie für Backwaren und Le Boucher. Wie sagt man? Der Metzger für das Fleisch. Bist du bereit, die Essen zu besorgen? Na klar. Es reicht jetzt wieder. Ist okay, das sehen wir dann alles noch. Es sind auf jeden Fall sehr viele Traumwelten. Darf ich jetzt danke? Melon. Und Melon. Und Pochi. Hier ist so ein oller Junge. Der sollte uns aber nicht weiter stören. Und hier sollte nichts. Ach doch, da ist sogar noch was. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Danke. Okay, das war alles. Alter, ich muss jetzt meine Nase putzen. Das geht's nicht. Ich bin gleich wieder da. Das tut echt gut, ey. Das glaubt ihr gar nicht. So, Junge. Oh, hallo, Kamera, ey. Muss ich hier hoch? Ah, nö. Ich geh mal hinter dir her, ja? Hier ist übrigens diese olle Oma, wo wir ursprünglich herkommen. Also die uns fast umgenietet hätte. Ich weiß gar nicht, was die hier macht. Aber sie schläft. Auf jeden Fall. Lol. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ach, halt's Maul. Komme ich denn hier eigentlich hoch, hä? Hier komme ich hoch. Ah. Will ich hier überhaupt hin? Also, ich meine in die Welt. Ach, warum nicht? Nachtischwunderland. Na, das hört sich doch super an. Das ist unfair. Ich habe nichts gegessen. Außer drei Weintrauben. Und eine Nektarine. Die Nahrungsmöglichkeiten sind grenzenlos. Ja. Das glaube ich dir. Großartig. So, das wollen wir auch haben. Das ist sinnlos. Ich mach's von hier aus. Uiuiui. Oh ja.
Okay, da lang. Ich mag das nicht, wenn sich sowas dreht. Oh, hier muss ich ja auch wieder irgendwelche Geheimwege finden. Oh Gott. Ich kenne die leider nicht mehr auswendig. Besser wäre, aber naja. Aber so schlimm wie mit den Steaks ist es hier nicht, glaube ich. Hoffe ich. Dachte ich. Keine Ahnung. Hier unten sind auf jeden Fall auch noch Sterne. Ist hier noch... Oh, cool. Danke. Da oben ist keiner drauf. Aber das ist anscheinend schon dieser geheime Weg. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Na gut. Gehen wir mal weiter hier. Großartig. Was ist das hier? Oh, okay. Danke für die Info. Da sollte man auf jeden Fall nicht zu lange drauf bleiben. Okay. Das hättet ihr mir eher sagen können. Dreh dich. Yay. Dreh dich. Oh ja. Dreh dich. Danke. Ih, es klebt. Da würde ich nicht mehr durchlaufen, ey. Und da lang. Danke. Und hier so. Ich wollte schon sagen, oh, ich verbrenne mich gar nicht. War's das hier schon? Okay. Ach Mensch, sind das nicht solche... Ach egal. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich esse zwar viel Süßkram, aber sowas esse ich nicht. Das finde ich dann doch irgendwie räudig. Also räudig im Sinne von eklig. Nein, man rundum. Blick und dann hier drüber. Oh, Käse. Käse habe ich gesagt. Natürlich habe ich Hunger. Ich habe bei Mabel zum letzten Mal gegessen. Dumm. Das war mein... Alter Falter. Du wirst mich wohl verarschen. Daran ist mein Fuß schuld. Der ist nämlich gerade eingeschlafen. Und hat mich total abgelenkt. So. Und so. Oh Gott. Na, dreh dich. Oh, danke, Remy. Gut, dass der sich festhalten kann. Manchmal rettet einen das schon den Hals irgendwie. Großartig. So. Da hinten ist kein Stern. Ich hoffe auch kein Heimweg oder so. Oh, Eis. Mein Eis ist alle. Mein Eis ist alle. Ich will auch Eis haben. Keine Ahnung, wie er das gerade gemacht hat, aber okay. Ich möchte das gerne mit voller Punktzahl abschließen, ne? Also. Hier werde ich jetzt übrigens versuchen, drüber zu rennen.